Im wunderschönen Monat Mai spazieren nicht alle Franzosen durch die Parks. Viele sitzen vor ihrem Fernseher, wenn sie nicht gar im Stau an der Porte d'Auteuil stehen, dem schicken Pariser Viertel, in dem ein Tennisturnier namens Roland-Garros stattfindet oder für unsere deutschen Freunde die internationalen Tennismeisterschaften Frankreichs, die French Open. Nur die Franzosen nennen das Turnier übrigens nach dem Stadion, in dem es stattfindet. Und dieser Roland Garros, der dem Tennisstadion seinen Namen gab, war er Tennisspieler? Mitnichten. Roland Garros war Pilot. Aber er spielte sicher Tennis, oder? Nicht doch. Er spielte Rugby im Club Stade Français. Und 1927 erklärte sich dieser Club bereit, eines seiner Grundstücke für den Bau eines Tennisstadions zur Verfügung zu stellen für die Austragung des Davis Cups. Bedingung: Es musste nach dem Rugbyspieler Roland Garros benannt werden, dessen Flugzeug im Ersten Weltkrieg abgeschossen worden war. Gut, Roland Garros also. Eines der vier größten Tennisturniere der Welt, neben Wimbledon, den US Open und den Australian Open. So ein Turnier bedeutet viel Training, harte Qualifikationsspiele und zwei anstrengende Turnierwochen. Die 800 Spiele, die jährlich in Roland-Garros ausgetragen werden, finden auf Sand statt, der aus Kalkstein, Schlacke, Kieseln und einer dünnen Schicht zermahlener Ziegelsteine besteht. Der Belag verlangsamt den Ball, also muss man fester schlagen und lauter schreien. Die Spiele sind dadurch anstrengender, aber die Siege umso schöner, vor allem, wenn man sie aneinander reiht. Der Schwede Björn Borg gewann 6-mal, die Amerikanerin Chris Evert 7-mal, unsere Steffi Graf, Liebling der Franzosen, 6-mal. Der Spanier Rafael Nadal 13-mal. Nanu, wo stecken denn die Franzosen, fragen Sie jetzt. Tja, Frankreich hat den Pokal zum letzten Mal im Jahr 1983 geküsst, als Yannick Noah gewann. Und nicht zu vergessen, 2000 mit Mary Pierce für die Damen. Zum Trost zelebriert man heute die Siegerinnen der Vergangenheit mit dem Platz Suzanne Lenglen, dem ersten weiblichen internationalen Tennisstar, und dem Platz Simone Mathieu nach einer anderen großen Tennisspielerin und außerdem Widerstandskämpferin im Zweiten Weltkrieg. Bei Roland Garros haben es die Spieler schwer, die Zuschauer aber auch. Wer es geschafft hat, eine Karte für ein Finale zu kaufen, hebe bitte einmal die Hand. Sie sehen, am besten wird man offiziell eingeladen. Aber gut, heißen Sie Charlotte Gainsbourg oder Leonardo DiCaprio? Da bleibt nur eins, einen Platz im Roland-Garros-Dorf ergattern. Aber Vorsicht, Dresscode. Das Dorf ist nämlich so etwas wie das Cannes-Festival des Sports. Casual chic, Sonnenbrille, Hut. Man verbringt den Tag an den Getränkeständen, in den Restaurants und den gesponserten Geschäften, verfolgt die Spiele auf den allgegenwärtigen Bildschirmen und zieht auf den Nebenplätzen von Spiel zu Spiel. Denn eigentlich sind die Nebenplätze der Heilige Gral. Warum? Weil dort der zukünftige Nadal oder, wer weiß, der zukünftige Yannick Noah zu finden ist. Es wäre den Franzosen zu wünschen.